Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Wir werden uns heute unser erstes Spielerhaus abholen. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ob es vielleicht die erste Expedition geben wird. Schauen wir uns einmal an. Alter, gibt es hier viele Tafeln am Flugplatz. Okay, wir müssen hier definitiv eine Erkundungstour einlegen an dem Ding. Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Na komm, wer will ein? Was soll's, der kann's. Route wird neu berechnet. Ups, Entschuldigung. Die Bauern tun mir immer so leid bei den, bei den Horizon Festivals. Die tun mir so wahnsinnig leid, weil ich denen immer die Ernte kaputt mache. Wobei, es bin ja nicht nur ich. Aber ich bin einer der Schlimmsten. So, ich wäre eigentlich auch fast geneigt, den Namen über Autos auszumachen, aber ich finde das so faszinierend, welche alles teilweise noch fährt. Also. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, das zu sehen. Vielleicht findet man ja noch den ein oder anderen Bekannten. Pluto haben wir ja letzte Folge schon gefunden, da hinten fährt er. Rechts abbiegen. Hey, hey, hey. Um da. Ja, auf der Straße ist er nicht so geil. Also, das haben sie scheinbar nochmal genervt. Die Aufwandreifen auf der Straße. Sehr gut. Es gibt da einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Horizon und Mexiko sind Familie. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Das war der Prolog? Das war der Prolog? Ich dachte, wir sind schon mittendrin und voll dabei. Okay, ich bin überrascht. Wir gehen, sobald du bereit bist. Ja, wir können hier jetzt quasi auch alles anpassen, was wir anpassen wollen. Ich möchte aber gerade nichts anpassen. Ich habe aber eine Sache umgestellt. Und meine Damen und Herren, ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber als ich das gesehen habe, ich habe mich vor Freude nicht mehr eingekriegt. Wem fällt's auf? Richtig. Leistung steht da in PS und alles andere in den Einheiten, wie wir es brauchen. Und ihr wollt nicht wissen, wie happy ich darüber bin. Das ist der Shit. Ich habe mich in meinem Leben noch nie mehr über eine veränderte Einheit gefreut. Also das ist wirklich krass. Das kann man nicht anders sagen. Aber was wir machen werden ist, wir werden Supra fahren. Mit 439 PS. Und ich muss das nicht umrechnen. Ist das geil. Denn der Toyota Supra, meine Damen und Herren, ist neu hier in Forza Horizon 5 und ja, hat tatsächlich auch ein Motörchen unter der Haube, wie wir sehen. Ich bin tatsächlich mittlerweile ein ganz großer Fan vom Supra geworden und wer sich den mal anguckt, der wird sehen, das ist aber nicht so ganz Stock. Denn was wir hier haben, ist das Toyota Heritage Paket, welches vorgestellt wurde, keine Ahnung wann, aber das gibt's auf jeden Fall. Und ja, wir gehen aber mal auch hier ganz kurz durch, was es für Motoren gibt. Das dürfte LS sein, oder? Ja, das ist der LS. Dann der Turbo Ready Motor, der altbekannte. BMW V10, okay, auch interessant. Ach ja. BYZ? Fragezeichen? Racing V8? Geil. Und 6,1 Liter V12. Das ist der Enzo, oder? Klingt auf jeden Fall sehr ferrarisch. Und ja, meine Damen und Herren, der Supra hat ein Whitebody-Kit. Und alter Schwede, sieht das... Alter, wie breit wird das Ding denn? Holy shit! Also ich finde einen Stock schöner, deswegen lassen wir einen Stock, aber ja moin. Wie breit möchten Sie den Supra haben? Ja. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ich nehme mal an, genau, außer das Heritage-Paket haben wir hier nichts weiteres. Oh, doch haben wir. Wir haben noch eine HKS-Lippe. Wir haben einen einstellbaren Flügel von Street Fighter, der auch ganz geil aussieht, ehrlich gesagt. Wir haben natürlich den einstellbaren Forza-Flügel und ja... Genau, klar. Sonst noch was? Und ich denke mal, hier haben wir dann auch wieder nur das Heritage
Paket, genau. Reifen, ja, ich wollte nur gucken, dass wir nicht unbedingt hier Driftreifen drauf haben. Das war mir jetzt persönlich das Wichtigste. Ansonsten werden wir den Wagen jetzt einmal so fahren. Gehen kurz ins Feintuning rein. Stellen hier das Ganze mal auch zumindest ein bisschen ein. Damit wir hier halbwegs was Vernünftiges haben. Und ja, mehr möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht machen. Ich wollte sogar mal ganz kurz hier reingehen. Wenn wir schon Supra fahren, dann müssen wir auch ins Tuning gehen. Gucken uns auch mal Lackierungen an. Was haben wir hier Schönes? Wir haben Schwarz, Rot. Oh, ist das ein geiles Rot. Uff. Weiß, Gelb. Nochmal Schwarz. Und Sacre Bleu. Ich bin mega Fan von dem Rot. Aber ich bin auch ein mega Fan von dem Silber. Und deswegen lassen wir ein Silber. Und hier haben wir, ja, Auktionshaus, Automesse, Autopass und Autopakete. Autopass dürfte jetzt noch nichts drin sein, genau. Weil logischerweise existiert halt noch nicht. Und ja. Automesse. Willkommen zur Automesse. Gehen wir mal kurz rein zumindest. Sieh dich ruhig um und sag Bescheid, wenn du was brauchst, ja? Ja, dort sehen wir jetzt also die Fahrzeuge, welche im Spiel sind. Es würde mich wundern, wenn alle Fahrzeuge hier drin wären, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, es wird ja auch ein paar geben, die man erst freischalten muss. Und ja, meine Damen und Herren, es gibt erstmal mal Haller. Ansonsten, ja. Wir gehen aber mal nur ganz fix durch, ganz schnell. BMW, ja, sehen wir jetzt auch noch nichts, was allzu sehr von Bedeutung ist. Bugatti sind wieder alle mit dabei. Buick, Cadillac, leider minus die Limo, die haben wir verloren leider. Corvette. ZR1 ist aber nicht hier drin. Okay, das heißt tatsächlich, es fehlen hier einige Fahrzeuge, die man dann anders freischalten muss, nehme ich mal an. Okay, wenn ich richtig sehe, haben sie auch hier wieder die Supersport-Logos entfernt von den alten Chevrolets. Toyota Tacoma TRD Performance Truck. Auch ein interessantes Fahrzeug, werden wir uns auch mal angucken. Ansonsten Pista natürlich, Portofino. Einige sehr geile Ferraris. Ford, ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir alle wollen den Super Duty sehen, keine Sorge, das wird bald kommen. Kann ich euch auf jeden Fall garantieren, weil den wollen wir uns safe angucken. Ja, also auch einige Fords. Wie gesagt, wir gehen einfach mal nur schnell im Schnelldurchlauf durch. Gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail, einfach nur das, was wir mal gesehen haben. Einige davon zumindest. Auf einige Details kann man dann immer noch gesondert eingehen, wenn man möchte. Aber Lexus LC 300, letztes Mal in Horizon 3 gesehen. Lotus Evija, auch sehr geiles Ding. Dann, ja, McLaren GT, auch neu mit dabei. Und ich weiß, ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, ja, okay, die Kalis ist jetzt nicht so mega beeindruckend, sind ja vor allem die Fahrzeuge aus Horizon 4. Ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich einige Fahrzeuge, die sehr viele neue Teile bekommen haben. Ich meine allein die Motorswaps, also da, ja, wird man definitiv nicht zu früh der Meinung sein, dass man alles gesehen hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Das ist sehr, sehr coole Fahrzeuge hier definitiv mit dabei. Ich möchte nur mal gucken, gibt es... Nee, es gibt nicht. Oder kann man gezielt... Doch, Upgrade-Voreinstellung verfügbar, kann man gezielt schauen. Da dürfte man dann ja sehen, welche Fahrzeuge Bodykits haben. Ob mir da spontan jetzt irgendwas Neues auffällt. Ja gut, die alten Amerikaner haben halt einen etwas anderen Preset. Der Bronco? Ah, Willkommenspaket. Okay, deswegen. Focus, der Escort hatte vorher, glaube ich, nichts. Das heißt, den werden wir uns bei Gelegenheit mal angucken. Ansonsten, Trackhawk hat scheinbar auch... Okay, nee, der wird ein Offroad-Kit haben, bin ich mir recht sicher. Ja, Huracan, Aventador. Okay, bei den Offroadern habe ich mich tatsächlich einfach nicht gut genug mit auseinandergesetzt. Aber einige Evos, die Teile haben wohl, oder die Bodykits haben.
dann ein bisschen Porsche, ein bisschen Renault, Subaru. Also ja, ich denke mal, wir werden sehr viel Spaß haben, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt auch mal ein bisschen. 10 Minuten in der Folge und noch ja, fast nichts gefahren. Wir sind bereit für die nächste Phase des Horizon-Abenteuers. Ramiro hat potenzielle neue Außenposten und neue freischaltbare Eventtypen markiert. Du hast die Wahl. Wo sollen wir zuerst hin? Und diese klassische Klischee-Mexiko-Musik im Hintergrund. Oh, wie geil ist das denn? Ja, jetzt kann man wählen, welches Festival wir ausbauen wollen. Wir haben die beiden noch nicht zur Verfügung. PR-Stunts und Straßenszenenrennen. Dafür Querfeld 1, Dirt, Straßenrennen. Oder das Hauptfestival. Wobei, das können wir, glaube ich, gar nicht ausbauen. Nee, können wir nicht. Würde ich sagen, nehmen wir Horizon Apex. Damit wir ein paar mehr Straßen zur Verfügung haben. Und genau, wir sehen hier jetzt eben, wir haben einen Fortschrittspunkt. Und jedes der Festivals hat auch diverse Sachen, die man da freischalten kann. Wir haben jetzt hier beispielsweise den Kolossus. Den wir dann irgendwann freischalten werden. Aber erstmal müssen wir eine Expedition machen, um das Festival letztendlich auch eröffnen zu können. Überstehe einen Sturm auf dem Weg nach Tulum. Machen wir. Wes, wir da sind startbereit. Wollen wir hin. Komm einfach schnell zu mir. Das wird toll. Machen wir. Okay, und ich glaube trotzdem, der Supra ist ein bisschen drifty ausgelegt. Rechts abbiegen. Obwohl er jetzt nicht so viel Leistung hat. Im Verhältnis halt. Aber ist auch eine feine Sache. Und klingt auch sehr geil. Und wir hören gerade so leichte Trainermusik im Hintergrund. Und wir fahren über den Highway. Und wir haben neue Auszeichnungsbelohnung. Schwarze Uhr. Schwarze eckige Uhr. Okay. Nehmen wir natürlich gerne mit. Du machst erstaunliche Fortschritte und hier wird alles festgehalten. Schau dir alles an und entscheide, was du als nächstes tun möchtest. Ah ja, und jetzt wenn sehen wir willst, hier kannst auch... kannst du jede Herausforderung am Armaturenbrett anheften und deine Fortschritte verfolgen. Ja, und jetzt sehen wir hier auch, welche Fahrzeuge wir dann freischalten können. Okay, cool. Cool. Aber jetzt erstmal, meine Damen und Herren, die Autobahn. Wir werden sie die Tage wahrscheinlich einmal komplett abfahren, aber schön breit ist auf jeden Fall. Also da kann man nichts sagen. Ja, das sieht mir doch nach einer Autobahn aus, wo man endlich mal wieder Topspeed ausfahren kann hier. Gut, mit dem Supra jetzt nicht unbedingt, weil, naja, so viel ist da nicht. Das hier drüben ist auch Straße, ja, okay. Also im Endeffekt, wenn man so möchte, 3 Spuren haben wir. Wir haben mehrere verschiedene Songs zur Auswahl, aber ich fand tatsächlich XS nicht schlecht. Ja, dankeschön. Ja, fahren wir hier mal runter direkt wieder von der Autobahn. Wie gesagt, die gucken wir uns einmal die Tage komplett an. Wir können aber, glaube ich, auch... warte mal, können wir die Horizon Stories eigentlich weitermachen, wenn wir wollen? Nee, okay, das müssen wir wohl alles freischalten. Okay, auch interessant. Dass man die Stories quasi nicht in einem Mal durchspielen kann, wenn man möchte. Geh doch mal hier beim Supra kurz in den Innenraum. Also der Sound gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Okay, kurz einen Slowdown gehabt. Ja, die Server sind halt auch noch nicht hundertprozentig da, muss man sagen. Wie gesagt, es ist eine Pre-Release-Version. Du hast dein Ziel erreicht. Da gehört sowas auch irgendwo dazu, finde ich. Und ja. Damit unsere erste Horizon-Expedition, meine Damen und Herren. Ein Sturm zieht auf. Horizon Bravo Niner! Hier spricht Horizon Bravo Niner! Hörst du mich? Schon oben! Bravo Niner, das ist auch wirklich hier die Pilotensprache. Also Niner sagt man für 9. Wer sonst? Ich kenne genau die richtige Stelle für eine Festivalerweiterung. Der Weg führt allerdings durch tiefsten Dschungel. Vertraust du mir? Okay, wir fahren jetzt in den Bock. Ich war tatsächlich darauf eingestellt, dass eine kurze Zwischensequenz kommt. Deswegen wollte ich kurz was trinken. Ich leite dich aus der Luft. Ach, gut. Und bete, dass das Wetter hält. Folge der Route zum Sturm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Ja, doch, das ist ein Gewitter. Da wollen wir hin. Gewitter finde ich eigentlich geil. Also ich mag auch in der Realität Gewitter. Ich stehe da voll drauf. Und dass wir jetzt auch endlich mal Gewitter in einem Basisspiel haben. In Horizon 5 hier ist gigantisch für mich. Der Name bedeutet Ort der Wege der Götter. Ort der Wege der Götter. Geiler Name. Man hätte es auch Klaus nehmen können. Der Sturm
Gott scheint uns bemerkt zu haben. Ja, das ist Thor. Der Gott der Hämmer, wie wir wissen. Nami, sollten wir wirklich auf diesen Sturm zusteuern? Ja, natürlich sollten wir. Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Das wussten auch schon die Maya. Es heißt, Chuck schickt Blitze in die Wolken und Regen wird fallen. Und genau. Ist alles okay da oben? Keine Sorge, ich habe immer noch alles im Griff. Wir sehen jetzt auch richtig schön, dass da drüben Sonne scheint und da ein Sturm aufzieht. Also in Horizon 4 war das Wetter ja noch auf der gesamten Welt so. Wenn es an einer Stelle geregnet hat, hat es überall geregnet. Das ist jetzt hier in Horizon 5 nicht mehr. Da ist das Wetter wirklich doch lokal. Und das siehst du hier gerade wirklich sehr schön, finde ich. Finde Ramiro in Ekbala. Alles okay? Ist abgestürzt. Ging mir nie besser. Jede unbeschadete Landung ist eine gute Landung. Okay, er ist gelandet. Okay, sagen wir, wie es ist. Bei mir wäre gelandet und abgestürzt ähnlich. Hier war schon länger niemand. Sogar die Ausgrabungen wurden aufgegeben. Eine Expedition in eine vergessene Stadt. Wiederentdeckt von dir, Ramiro Luis Miron und dem Horizon Festival. Hey Rami! Ja, und hier haben wir jetzt einen schönen alten Tempel. Lass dich nicht bei deiner Lektion in mesoamerikanischer Geschichte stören. Komm mich einfach abholen, wenn du soweit bist. Optionale Auszeichnung, die machen wir alle natürlich. Ich finde einen Standort für die Horizon Radio Single Station, fotografiere die Jagdstatue, erreiche die Spitze der zentralen Ruine, finde heraus, wo Ramiro gelandet ist und fotografiere die goldene Statue. Das war tatsächlich die Expedition, die man damals im Stream schon mal gesehen hat. Das heißt, ich weiß ungefähr, wo hier alles ist. Aber wir haben hier jetzt eben einige optionale Ziele, die wir abschließen können. Die wir natürlich, wie gesagt, auch alle machen werden. Man kann allerdings die Expeditionen, so wie mir wohl gesagt wurde, wahrscheinlich kann ich einen Sprung durch die Bögen und über jederzeit wieder spielen. Also die sind jetzt nicht quasi, wenn man die einmal nicht gemacht hat, sind die weg. Das ist nicht der Fall. Rami, ich habe wohl ein... Das ist die goldene Statue, okay, cool. Jetzt sehe ich auch hier erstmal den Fotomodus. Zack, fotografiere die Jagdstatue. Haben wir gemacht. 100 Auszeichnungspunkte dafür. Eine der Statuen gefunden. Nicht anfassen, sie ist sehr mächtig. Könntest du für mich ein Foto machen? Ja, ich habe sie nicht angefasst, keine Sorge. Würde mir nie einfallen, sowas. So, jetzt, ja, wenn man sich in der Nähe befindet, dann werden die Ziele auch aufgedeckt, tatsächlich. War das gerade ein fliegendes Auto? Vergiss fliegende Autos. Da ist eine Tafel. Eine Scheune gesehen? Sehe ich mir später an. Und da wurde wohl ein Scheunenfund gefunden. Okay, wir haben jetzt ein Scheunenfundgerücht. Auch sehr geil. Hier müssen wir auch wieder ein Foto machen, glaube ich. Ja. Den Scheunenfund werden wir uns in der Folge noch abholen. Mal schauen, was das ist. Bin ich sehr gespannt. Goldene Statue. Hä? Hatten wir die nicht gerade schon? Ah nee, das war die Jagdstatue. Jetzt haben wir die goldene Statue. Okay, klar, natürlich. Wow. Ich glaube, ich habe die goldene Statue gefunden. Aber komm, also wir können doch jetzt nicht hier... Wir können doch jetzt nicht wirklich... So eine alte Ruine kaputt machen, um eine Festwelle reinzustellen, oder? Wobei, das könnte schon geil sein. Ja, Empfang haben wir. Wie man sieht. Signalstation läuft und sendet. Gut gemacht. Oh, und jetzt finden wir noch heraus, wo Ramiro gelandet ist. Was wahrscheinlich, wenn ich jetzt der rote Folge da hinten ist. Oh, wie cool. Kannst du ja wirklich reinfahren. Ramis Flugzeug. Beenden. Wo ist denn das? Ah, da. Da bist du ja. Gut. Weiter geht's in Richtung Küste. Die Stürme sind manchmal heftig, aber die alten Völker der Region wussten den Regen zu schätzen. Oh! Und tot, Horizon 5 vorbei. Ins Auge des Sturms. Bist du okay? Alles gut. Ich habe nicht vor, von der nächsten archäologischen Expedition gefunden zu werden. Du etwa? Nicht? Es ist definitiv schöner, wenn wir nicht drin sind. Na gut, dann fahr nicht. Wir. Manche Wege könnten blockiert sein. Ich navigiere. Es
gibt wohl nur einen Weg zur Küste. Ja, du navigierst. Das sehe ich auch so. Du packst das schon. Ja, aber so krass ist der Sturm jetzt nicht, muss ich sagen. Also, beeindruckt mich jetzt nicht unbedingt krass. Könnte durchaus ein bisschen flashier sein, das Gewitter. Ja, natürlich. Oha, okay, hier merkst du aber auch auf dem Schlamm sofort, dass du weniger Grip hast. Das ist noch extremer als in Horizon 4. Rechts um. Da kommen wir durch, oder? Ja, fast. Ich würde sagen, zählt. Oder? Fotos sehen? Was? Jetzt? Ja, ich will sie sehen. Ich will sie unbedingt sehen. Ja, komm, dann guck sie dir an. Okay, das war wirklich knapp. Bitte fahr schneller. Das passiert aber nicht, wenn das Gewitter wirklich in der Open World ist, oder? Dass ein Blitz einschlägt auf einmal vor dir, oder? Das wäre geil. Es gießt in Strömen. Gib weiter Gas. Ja, komm, so stürmisch ist es jetzt auch wieder nicht. Also nicht mehr. Ja, was schon. Not bad. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Tulum ist gleich um die Ecke. Tulum, spricht man es aus. Okay, ich möchte mich natürlich auch fortbilden. Geschafft. Willkommen im schönen Tulum. Danke für nichts, Wetter. Na, jetzt doch Tulum. Okay. Du hast recht, aber die Strände sehen jetzt schön aus. Ja, hier ist auch der schöne Strand, oder? Nicht der Rocky Strand, sondern die tropische Küste. Ich glaube, das hier ist die perfekte Stelle. Da könntest du durchaus recht haben. Ja, mitten in den Häusern. Das sehe ich auch so. Uff. Ja moin, wie viel noch? 3300. Ja, guck mal, wir haben schon wieder die Hälfte. Und ein BSC Mono haben wir freigeschalten. Und eine Nachricht, eine Chatnachricht, noch eine Chatnachricht. Und wieder ein paar EP. Leider kein Level, aber trotzdem cool. Du hast es geschafft, trotz Ramiro, no? Trotz Ramiro. Okay, der Sprit ist gut. Oh, die Bewohner tun mir leid. Oh, tun mir die Bewohner leid. Bienvenido bei Horizon Apex. Bereit für mein Straßenrennenprogramm? Natürlich. So, ich schätze mal, wir schalten jetzt ein paar Straßenrennen frei, oder? Hier sind die Veranstaltungen, die ich bisher organisiert habe. Darauf habe ich gewartet. Ah, ja. Endlich sehe ich, was du wirklich kannst. Da haben wir jetzt aber einiges freigeschalten. Hier ein Drag Race. Ah, okay, das sind die Sachen aus der Festival-Playlist. Okay, cool. Der neue Horizon-Story. Noch ein Haus, was wir gratis abholen können. Schieß ein Foto. Ah, damit schalten wir die Horizon-Promo frei. Okay, cool. Ja, und sehr viele Straßenrennen. Aber ich würde sagen, was wir in der Folge machen ist, wir holen uns einen Joint-Fund ab. Das wäre jetzt erstmal mein Vorschlag, dass wir dahin gehen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren hin mit dem Supra, hey, und werden... Dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auch tust, mach weiter Kilometer. So. Wir haben große Pläne umzusetzen. Hey, Champ. Das ist ein Festival-Außenposten vom Horizon Mexiko. Okay, das sieht schon geil aus. Wir fahren jetzt 23 Kilometer. Wir suchen den Scheunfund. Das machen wir zuerst. Wir fahren mit dem Supra hin, switchen dann auf den Bronco und dann so war das Ding. Würde ich jetzt einmal vorschlagen. Aber wie gesagt, also zu dem Thema, dass einige Leute ja auch gesagt haben im Vorfeld, die Spielwelt ist gar nicht so viel größer. Wir fahren jetzt einmal quer drüber und fahren 20 Kilometer, also doch, die ist ein bisschen größer. Wenn ich richtig sehe, können wir aber auf dem Weg dahin uns das Spielerhaus abholen, oder? Ja, das ist quasi direkt hier. Dann würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Bei nächster Gelegenheit enden. Wo zur Hölle bin ich? Egal. Ich meine, wenn es for free ist... Ist das Haus aus dem VIP, aus dem VIP-Pass? Könnte das sein? Es beginnt ja, aber es ist mitten in einem der schönsten Dörfer Mexikos. Und auch direkt an der Ostküste. Nee, aus dem Willkommenspaket, okay. Du wirst es lieben. Wir schalten damit einen Super Wiesman frei. Muy bien, que aproveche. Du wirst einen Besen brauchen für all den Sand. Ja, cool. Cool. Willkommen zurück, Champ. Nee, machen wir nicht.
Ach du Scheiße. Silberner Astronautenhelm, silberner Raumanzug, königliche Fanfarehupe, beste Kumpels-Emote, kleines Gutschein und Autogutschein. Richtig, denn was wir jetzt quasi bekommen haben mit dem Spielerhaus, beziehungsweise mit dem Willkommenspaket, ist, dass wir uns for free ein Auto abholen können. Ich glaube, wir können dann, wenn wir wollen, genau, einfach den Autogutschein nutzen. Cool, den werden wir natürlich noch nicht verwenden, meine Damen und Herren. Aber ja, gut zu wissen auf jeden Fall, dass wir den jetzt freigeschalten haben. Und damit auch ein neues Spielerhaus haben. Und wir haben ein paar neue Wiesmans. Das heißt, die werden wir natürlich auch drehen. Zumindest erstmal gucken wir uns die Autos aus dem Fuhrpark an, die wir jetzt neu haben. Ah ja, okay, das sind jetzt die DLC-Wagen. Die aus dem Willkommenspaket, die 5 Fahrzeuge, sowie auch die 3 Forza Editions aus dem VIP-Pass, der BMW X5M, der Charger RT, der Racing Puma ebenfalls. Und wir können hier eine Belohnung einlösen bei Apollo jetzt schon. Es kriegen 2 Wheelspins. Aber wir haben doch noch gar nicht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Normalerweise ist das ja ganz oben. Oh Mann. Ja, okay, jetzt haben wir leider ein bisschen von der Fahrt übersprungen. Ah ne, wir sind an dem Festival wieder, okay. Ja, wir haben neue Wheelspins. Die drehen wir natürlich. Aber selbstverständlich drehen wir die. Da führt natürlich kein Weg dran vorbei. Die Planeten Jupiter als Hupe finde ich faszinierend, weil sie eigentlich ja gesagt haben, dass die Hupe nicht mehr in den Respins drin sind. Könnte allerdings auch noch ein Fehler sein. 200.000 Credits, die nehmen wir gerne mit. Dann kriegen wir eine Hammer H1. Okay, cool. Und last but not least nochmal 125.000. Dann haben wir noch einen super Wheelspin natürlich von dem Haus, was wir gerade gekauft haben. 50.000 Bentayga und 100.000. Auch sehr cool, definitiv. So, und jetzt fahren wir aber wirklich mal zum Scheunenfund, würde ich sagen. Neuer Herstellerbonus? Nee, noch nicht. Oh Gott, ja. Okay. Was jetzt gerade passiert ist, ist, dass ich, Lockup hatte und ich konnte nicht mehr lenken und das finde ich geil. Was haben wir hier? Wieder 3000 EP, natürlich gerne mit. Und jetzt fahren wir da mal ganz geschmeidig hoch. Denn wie gesagt, ich habe die Bremse zu blockieren geleitet und bin dann quasi gerade weitergeschossen. Auszeichnungsbelohnung verfügbar, natürlich. Ein Kleidungsstück nehmen wir mit. Ja, den PSI haben wir uns doch schon abgeholt. Na gut, nehmen wir nochmal mit. Ach nee, das war nur die Benachrichtigung, dass er verfügbar ist. Okay, abholen muss man trotzdem noch. Hier ist also auch ein schönes kleines Dörflein. Ach, cool. In 400 Metern scharf links abbiegen. Oh Gott! Okay, nice. Sehr geil. Also nicht nur, wie ich den Wagen abgefahren habe, das war natürlich oberste Klasse, sondern vor allem, warte mal, fahren wir durch die Autobahn? Yes, okay, sehr geil. Sondern vor allem, dass es den Wagen überhaupt so weggeschossen hat, finde ich mega. Weil ich meine, wenn du halt in der Realität mit Vollschmackes durchs Wasser fährst mit so einem Supra, dann sagt er dir auch, ja, lass mal sein. Vor allem halt, wenn das nur auf einer Seite stattfindet. So. Jetzt haben wir hier auch einen schönen kleinen Kreisverkehr nochmal. Entdecke die Stadt Los Jardines oder so. Okay, wo auch immer deine Stadt war, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber jetzt, meine Damen und Herren, die Autobahn und diesmal auch ein bisschen länger. Und wie gesagt, also wir fahren halt jetzt noch 18 Kilometer und davon sind halt locker 12 Kilometer Autobahn. Also die ist schon gut lang. Das kann man
nicht abstreiten. Und geht halt vor allem extrem weit geradeaus. Alter. Oh mein Gott. In Forza Horizon 4 war es uns nicht möglich, die Duelle so zu machen wie in Horizon 3, indem wir die Topspeed ausfahren. Ich glaube, dieses Problem besteht in Horizon 5 nicht mehr. Ich glaube, wir können ja bei den Duellen tatsächlich wieder die Topspeed ausfahren, und zwar ohne Probleme. Eieiei. Wie weit das gerade ausgeht. Also an all die Leute, die sich im Vorfeld beschwert haben, wie kurz die Autobahn noch ist und dass die in Horizon 2 ja so viel länger ist. Nee. Nee. Aber nicht ansatzweise. Ich meine, guckt euch das an. Guckt euch das einfach mal an. Hier geht's auch nochmal schön bergab. Und jetzt fahren wir gleich runter. Also das waren jetzt, wir sind noch nicht alles gefahren, ne? Das waren jetzt hier 8, 9 Kilometer, glaube ich, knapp. Und die geht halt noch ein kleines Stück weiter, also da kann man nicht meckern. Aber überhaupt nicht. Oh, ich habe gerade den Motor umgebracht. Uff, okay, du merkst halt sofort, wenn du Offroad fährst mit dem Wagen, der da nicht hingehört. Okay, das Festival hat ein Drag Race. Cool. Und wir werden halt die ganze Zeit, während wir spielen, so Belohnungen freischalten. Anerkennungspunkte. Das heißt im Prinzip, spiel das Spiel einfach, so wie du möchtest. Wie gesagt, wir jagen jetzt den kleinen Schrottfund. Wir können doch eigentlich jetzt schon auf den Bronco wechseln und da hochfahren. Oder ja, das verkürzt die Zeit ein bisschen. Okay, nur vorne links Lockup gehabt. Auch interessant. Ja, erstmal haben wir 3 neue Autos, wie wir gerade gesehen haben, und 500 RP kriegen wir durch den BAC-Modo. Und haben wir natürlich auch. Okay, geil. Das passt natürlich perfekt. Ach nee, Auto wechseln muss ich ja hin, stimmt. Das heißt, wir gehen mal auf den Bronco zurück. Keine Sorge, wir werden nächste Folge im Supra noch ein Rennen fahren, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hoch da. Hopp da, rauf da. Wir haben die Drohne noch nicht. Wir haben die Drohne noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich suchen. Okay, cool. Kriegen wir hin. Das Gebiet scheint mir überschaubar. Sagen wir mal so. Oder haben wir die Drohne schon? Fragezeichen. Sieht schlecht aus. Wir haben Creative Hub ganz sicher nicht. Doch, da Drohnenmodus. Okay, alles gut. Alles fein. Das heißt, fahren hier jetzt mal. Du hast dein Ziel erreicht. Ach komm, komm hier hoch. Okay, der fährt hier auch einfach hoch. Kein Problem für Bronco. Ich würde sagen, wir fahren da mal hoch noch das kleine Stückchen. Was den Bronco halt echt einen Scheißdreck interessiert. Sehen dort eine EP-Tafel. Aber gehen dann einfach mal tatsächlich in den wunderbaren Drohnenmodus. Wir sind zurück bei Paris. Und suchen Liga. Die Scheune. Horizon hat die coolsten Gadgets. Diese Drohne ist ideal, um Mexiko von oben zu erkunden. Es wird gar nicht. Doch, es wird aufgedeckt. Okay. Okay, wow. Und wir haben die Scheune gefunden. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal so rum. Ich bin auf die Scheunenfunde extrem gespannt, was das alles sein wird. Also, meine Damen und Herren, der erste Scheunenfund in Forza Horizon 5, den wir zumindest finden. Wir haben natürlich in der Horizon Story schon einen gefunden, aber jetzt auch wirklich hier. Und das ist echt Onkel Victors Auto. Ford Escort, das muss er sein. Nicht mal ein Viertel der Teilnehmer schaffte es zur Ziellinie in Mexico City. Aber 5 der 10 Besten waren diese Dinger. Daher auch der Name.
Ist das der Racing Escort? Oder ist das quasi, der steht so da, aber es ist trotzdem der normale? Ich habe einiges zu tun. Nee, es ist der Racing Escort. Die ganze Familie muss ich anrufen. Bis bald. Ja, und das ist natürlich auch noch ein neues Feature. Wenn wir wollen würden, könnten wir hier ein Auto abstellen. Du hast eine Sammlung seltener Autos und wir eine leere Scheune. Was hältst du von einer Spendenaktion? Alles klar. Welches soll es sein? Ja, wir können jetzt quasi, wenn wir wollen würden, ein Auto auswählen, welches wir dann hier abstellen eben. Werden wir jetzt nicht machen. Und dann kann irgendjemand dieses Auto finden. Sehr feine Sache auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das werden wir heute natürlich nicht machen, weil ich möchte die Autos behalten. Hehe. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!